Wer zieht das letzte Ticket für das EM-Finale, England oder Dänemark? Es wird mittlerweile zum Heimturnier für die Engländer, aber mit Dänemark sollte auf jeden Fall zu rechnen sein. Die Überraschungsmannschaft mit einer unglaublichen Geschichte in diesem Turnier. Und Dänemark in den roten Trikots mit richtig gutem Beginn. Das ist nach 20 Minuten die erste Riesenchance. Højbjerg, der sich da um die englischen Verteidiger nur so rumdreht. Pickford mit einer Glanzparade, das war wirklich richtig stark reagiert. Aber die erste Hälfte deutlich besser von Dänemark. England wirkte gehemmt und etwas ängstlich. Højbjerg legt auf zu Dolberg. Und wieder Pickford. Es hätte hier die Führung rausspringen müssen nach 45 Minuten. Aber Pickford, der hier wirklich über sich hinauswachsen konnte mit dem Knie. 0:0 nach 45 Minuten. Es war noch etwas enttäuschend, aber Dänemark machte richtig Spaß und dadurch konnte man auch heiß sein auf Durchgang 2. Über eine Stunde gespielt. Beide Mannschaften taten sich jetzt nochmal schwerer. England ja sowieso, Dänemark nun aber auch. Luke Shaw bringt den Ball erstmal zur Ecke und ja, das Spannendste waren eigentlich die Fans auf den Rängen. Schauen wir uns den Eckstoß an. Von der rechten Seite hineingetreten und per Kopf kommt Paulsen an den Ball. Sancho und Pickford, die sich da gegenseitig behindern. Am Ende wird es dann doch geklärt auf der Linie. Also das hier hätte von Yusuf Paulsen, dem Mann von RB Leipzig, der Treffer sein können. Dann ein weiter Schlag. Aus dieser Ecke resultiert das. Und das ist einfach nur eiskalt von England und brutal hart für Dänemark. Raheem Sterling einfach mal auf die Reise geschickt. Er läuft durch. Der Abschluss aus dieser Geschwindigkeit heraus ist auch nochmal sehenswert. Christensen kommt nicht hinterher. Schmeichel. Chancenlos. Noch war das Spiel aber nicht vorbei. Die letzten 10 Minuten. England hatte jetzt ganz breit die Brust raus und Dänemark wirkte nicht mehr so ganz auf der Höhe. Sie hatten unglaublich viel investiert, aber es ist eben kein Tor rausgesprungen. Das war das Problem. Ein Ball in die Spitze auf Sancho, der aber nur im Abseits stand. Heute auch nicht unbedingt mit seinem Paradetag. Aber es sollte nichts mehr machen. England gewinnt das Halbfinale mit 1:0 gegen Dänemark und zieht ins Finale ein und hat damit die große Chance auf den EM-Titel.